Hier ist der Robin von Sportcodex und in unserem heutigen Trainingsimpulse-Video will ich euch eine ganz einfache Körpergewichts-Kniebeuge zeigen. Über Kniebeugen könnte man sich tot diskutieren und die einen gehen eher mehr der Philosophie nach, die anderen mehr der. Aber es gibt unserer Ansicht nach eine Variante, die sollte jeder können und die sollte auch jeder üben, beziehungsweise sich dorthin trainieren, dass er sie so, wie ich sie gleich beschreibe, auch ausführen kann. Und dazu zeige ich euch mal die Position, die ich gern sehen würde. Wie breit du stehst, liegt an dir und kannst du gern selber herausspüren, was dir besser tut. Wenn du die Beine ungefähr hüft-schulterbreit hast und du gehst tief und es fühlt sich nicht so gut an, dann probier die Beine etwas weiter auseinanderzunehmen. Dann wird sich bestimmt etwas besser anfühlen. Die unterste Position der Kniebeuge, die jeder ausführen können sollte, sieht wie folgendermaßen aus. Du setzt dich ab und deine Rückseite der Beine, der Oberschenkel sollte parallel zum Boden sein und dein Oberkörper sollte parallel zu deinen Schienbeinen sein. Dein Rücken aufrecht, lang und gerade. Und diese Position solltest du einnehmen können. Wenn das am Anfang nicht so leicht ist oder nicht geht, dann bietet es sich an, kleine Unterlagen unter die Fersen zu tun. Dann legst du die einfach dahin und stellst dich wirklich nur mit den Fersen drauf und probierst nochmal in diese Position zu kommen. Die erste Kniebeugeübung ist somit, erstmal in diese untere Position der Kniebeuge zu kommen. Nimm den Spiegel, schau dich im Spiegel an und probier das aus. Viel Spaß dabei!